Jennifer Aniston zählt zu den größten Stars der Filmbranche. Berühmt wird sie in den 1990er Jahren als Rachel Green in der erfolgreichen Serie Friends. Bis heute beliebt bei den Fans. Ich war dankbar, arbeiten zu können, denn ich wusste, dass es als Schauspielerin schwierig sein kann. Ich war einfach glücklich darüber. Als ich älter wurde, habe ich mich mehr auf die Rollen konzentriert, die ich spielen möchte. Ich wollte ausbrechen und etwas anderes machen. Das war toll und ich liebe das. Ich weiß aber auch, dass ich noch mehr machen will und dazu auch in der Lage bin. Die Rolle von Rachel Green macht aus der Schauspielerin Jennifer Aniston einen Weltstar. Mit ihren Outfits und ihrer typischen Frisur setzt sie einen Trend. Die Gunst des Publikums hat sie nie verloren. Sie bricht Rekorde mit ihrem Instagram-Account. Im Laufe ihrer Karriere spielt sie immer häufiger tiefgründigere Rollen. Einblicke in das Leben und die Karriere eines der bekanntesten Hollywood-Stars. Ich soll was über mich sagen. Ich bin in Sherman Oaks, Kalifornien geboren, wuchs in New York City auf und habe die High School of Performing Arts besucht. Dann wurde ich in Kalifornien Schauspielerin. Schauspielerin mit einer Serie. Ich habe eine Serie, mag Hunde, Skifahren und mexikanische Küche. Ich fliege nicht gerne, aber das wird besser. Jennifer Aniston kommt am 11. Februar 1969 im kalifornischen Sherman Oaks zur Welt. Ihr Vater ist Schauspieler. Das Showbiz prägt Jennifer bereits in jungen Jahren. Als Kind zieht sie mit ihrer Familie nach New York. Jennifer guckt gerne Fernsehen, ganz im Gegenteil zu ihrem Vater, der wenig von diesem Medium hält. Mit 6 Jahren besucht sie die Waldorfschule und entdeckt ihre Liebe zur Schauspielerei. Jeder, der in den USA Seifenopern schaut, kennt ihren Vater John Aniston. Er war wirklich berühmt. Ihre Mutter Nancy Dow war auch Schauspielerin, aber nicht sehr bekannt. Sie war früher Model, also hübsch und attraktiv. Jennifer hat offen über ihre Kindheit gesprochen und dass sie sich nie hübsch fand. Die Beziehung zu ihrer Mutter war angespannt. Sie hatte ihr gesagt, sie sei nicht hübsch, ihre Nase sei zu groß und sie werde niemals Schauspielerin, weil sie nicht hübsch genug sei. Doch Aniston hält an ihrem Traum fest. Die LaGuardia High School für darstellende Kunst in New York fördert ihr Talent. Jennifer besaß von klein auf ein großartiges komödiantisches Timing. Sie hat eine natürliche Persönlichkeit und war Schülerin der High School für darstellende Kunst in New York, wo der berühmte Film Fame entstanden ist. Nach ihrem Abschluss arbeitet Jennifer Aniston als Schauspielerin bei kleineren Produktionen mit. Gleichzeitig jobbt sie im Callcenter als Kellnerin und als Fahrradkurierin. Manche Leute in Hollywood sind so begabt, dass sie fast sofort Arbeit finden. Jennifers Vater war ein berühmter Schauspieler, was ihr sicher geholfen hätte, einen Agenten oder Manager zu finden und Möglichkeiten zum Vorsprechen zu bekommen. Aber sie schaffte es fast direkt nach ihrer Ankunft in Hollywood, Arbeit zu finden. 1990 spielt sie im Horrorfilm Leprechaun mit. Rückblickend ein wichtiger Karrieresprung. Im selben Jahr tritt sie auch in der Serie Molloy und in Ferris Bueller auf, einer TV-Adaption des Films Ferris macht blau von 1986. Beide Serien werden schnell eingestellt und Jennifer zweifelt an ihrer Schauspielkarriere. Die erfolglosen Fernsehshows entmutigen sie. Zufällig trifft sie an einer Tankstelle Warren Littlefield, den damaligen Leiter des Medienunternehmens NBC Entertainment.
Er ermutigt sie, nicht aufzugeben. Und wenige Monate später schlägt Littlefield sie für eine neue Serie vor. Friends. Sie sprach für Saturday Night Live und Friends vor und bekam die Rolle in Saturday Night Live, was ziemlich schwer ist. Dazu muss man wissen, fast jeder Stand-up-Comedian auf der ganzen Welt hat schon mal für Saturday Night Live vorgesprochen. Jennifer hat ein so natürliches Talent als Comedian, dass sie eingeladen wurde, Teil der Stammbesetzung von Saturday Night Live zu werden. Mit der Zusage für Saturday Night Live kam auch die für Friends, was zuerst Friends Like Us hieß. Sie entschied sich für die Rolle bei Friends und lehnte Saturday Night Live ab. Sie hatte die Hoffnung, dass es nicht nur bei einer Pilotphase bleiben würde. Heute weiß jeder, dass Friends eine der erfolgreichsten Serien in der Geschichte des Fernsehens geworden ist. Anfangs war Courtney Cox der Star von Friends. Sie sollte Rachel Green spielen. Aber als sie das Drehbuch las, sagte sie, ich bin Monica Geller viel ähnlicher. Ich bin diese zwangsartige, ordentliche Person und nicht Rachel Green. Jennifer Aniston dagegen war die perfekte Rachel Green. Mit ihrem Timing und dem Aussehen eines typisch amerikanischen Mädchens war sie die ideale Besetzung. Surprise! What? Don't get mad, because look, this is what happened. So I started packing, and then I realized, what am I doing? I am lousy at packing, right? But you love packing. So as a gift to you, on our last night, ta-da! I'll be coordinator. Oh my God, I'm so sorry, I didn't get you anything. Es folgen zwei Nominierungen für die Golden Globes. 2003 gewinnt sie den Preis als beste Hauptdarstellerin in der Kategorie Fernsehserie. Jennifer hat erzählt, als Kind fand sie sich nicht hübsch. Dabei ist sie sehr attraktiv. Gerade, dass sie nicht aussah wie ein Supermodel, machte Rachel Green so liebenswert und glaubwürdig. Hätte sie ausgesehen wie Giselle Bündchen, wäre die Figur weder glaubwürdig noch lustig oder echt gewesen. Chris McMillan ist ihr Stylist, seit sie zum ersten Mal für Friends vor der Kamera stand. Sie sind echte Freunde. Er war es, der sich die Frisur von Rachel ausgedacht hat. Man fühlt sich schön, sexy, lebendig und dann fühlt man sich aufgeschmissen, weil man die Frisur nicht so hinkriegt wie Chris. Das Jahr, als ich die Frisur bekam, nenne ich das Rachel-Jahr. Wenn ich mit dem krausen Mop auf meinem Kopf alleine bin, habe ich keine Ahnung, wie man sowas hinkriegt. Offenbar weiß das niemand. Die Serie gewinnt viele Auszeichnungen und ist beim Publikum ebenso beliebt wie bei den Kritikern. Jede Woche gibt's ein neues Skript. Alles ist frisch. Und immer gut. Wenn das Drehbuch spannend und lustig und interessant ist, dann ist es die Arbeit auch. Wir haben jede Menge Spaß. Jennifer Aniston, Courtney Cox und Lisa Kudrow sind die bestbezahlten TV-Schauspielerinnen aller Zeiten. Für die letzten beiden Staffeln von Friends erhalten sie 1 Million US-Dollar pro Folge. Das Honorar handelt das Team gemeinsam aus. Lange vor dem Gender Pay Gap in Hollywood bestehen alle auf derselben Gage und weigern sich zu arbeiten, wenn diese Bedingung nicht erfüllt wird. Sie waren eng befreundet. Das kam auf dem Bildschirm gut rüber. Erstmals hat hier die gesamte Besetzung das gleiche Honorar für alle ausgehandelt. Courtney Cox hat sich für die anderen eingesetzt, denn sie hatte ursprünglich die höchste Gage. Sie war der große Star. Aber David Schwimmer schlug vor, als Team aufzutreten, damit allen dasselbe Honorar gezahlt werden muss. Und so haben sie es fortan immer gemacht. Sie gingen noch weiter. Müsste jemand die Show verlassen, würden sie alle gehen. Sie waren wirklich befreundet und hatten Respekt voreinander. Wir sind Freunde. 6 Leute, die sich gut verstehen. Die Folgen sehen wir uns donnerstagabends gemeinsam an. Von Anfang an hat das so funktioniert. Wir haben Glück. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen.
Die Zuschauer identifizieren sich vor allem mit der Filmbeziehung zwischen Rachel und Ross. Das Paar wird in Umfragen und Magazinen häufig zum Lieblingspaar des Fernsehens gewählt. Das ständige Hin und Her zwischen ihnen hält die Zuschauer auf Trab. Auch in der Beziehungspause, die für Fans der Serie Kultstatus hat und oft zitiert wird. Es gab in Friends viele Momente, die zu kulturellen Phänomenen wurden. Wenn man sagt, wir hatten uns doch vorübergehend getrennt, weiß jeder, wo es herkommt. Das war mehr als eine TV-Show, das war Kult. We were on the break! Coffee house? You bet. And for the record, it took two people to break up this relationship. Yeah, you and that girl from the copy place, which yesterday you took full responsibility for. I didn't know what I was taking responsibility for, okay? I didn't finish the whole letter. What? I fell asleep. You fell asleep? It was 5:30 in the morning. Rachel has grown up really beautiful. Rachel ist erwachsen geworden. Sie haben ihr interessante Lebenserfahrungen auf den Leib geschrieben, die mir beim Spielen viel Spaß machten. Vor allem die Schwangerschaft. Ich weiß nicht, ob wir jemals wirklich miteinander fertig werden. Wenn, wird es ein harter Moment. Und ich weiß, es wird der letzte sein. Do I dare say, truly, I think it's the last one. Die Sitcom endet 2004 nach 10 Jahren. Ihre Fans sehen sich die alten Folgen aber noch immer regelmäßig an. Courtney und Jen sagen, sie sind überrascht und erfreut, dass die Show noch heute so gut läuft. Denn sie ist jetzt bei einer ganz anderen Generation beliebt, die Handys hat und völlig andere Dinge erlebt als die Freunde damals im Central Park. Die Darstellerinnen und Darsteller von Friends halten noch immer den Kontakt. Vor allem Jennifer Aniston und Courtney Cox stehen sich sehr nahe. Aniston ist Patin von Cox' Tochter Coco. In den Höhen und Tiefen ihres Lebens, sagt Aniston, könne sie sich auf ihre Freundin verlassen. 1998 lernt Jennifer Aniston Brad Pitt kennen. Ihre erste Verabredung wird von ihren Managern arrangiert. Jennifer sagte bereits, beim ersten Date wusste sie, dass es eine besondere Beziehung werden würde. Es sei locker gewesen. Sie hatten Spaß. Zwischen den beiden hat es sofort gefunkt, weil sie bodenständige, lustige Menschen sind, die sich nicht allzu sehr in den Lebensstil von Hollywood hineinziehen lassen. Die Karriere von Brad Pitt ging damals steil bergauf. Seine Rolle in Thelma und Louise hat ihn sehr bekannt gemacht. Filme wie Fight Club kamen ungefähr zur gleichen Zeit heraus. Allerdings war er noch kein A-Promi, so wie Jen. Sie bekam für Friends ja ein Honorar von $1 Million pro Folge. Die beiden zusammen, das größte Sexsymbol der Filmindustrie, mit der beliebtesten Frau aus dem Fernsehen. Das ultimative Superpaar. November 1999 macht Brad Jennifer einen Antrag. Ein Jahr später heiraten sie in Malibu im Kreis von 200 Gästen. Neben den Dreharbeiten zu Friends wird Jennifer Aniston auch für Filmrollen engagiert. Der erste ihrer größten Kassenschlager ist Bruce Allmächtig aus dem Jahr 2003. Zusammen mit Schauspielkollege Jim Carrey. 2004 gibt Jennifer in einem Interview bekannt, dass sie mit Brad eine Familie gründen will. Etwas später beginnen dessen Dreharbeiten für den Film Mr. and Mrs. Smith mit Angelina Jolie. Es war seltsam, über Brad und Jen zu berichten, als Brad Mr. and Mrs. Smith mit Angelina Jolie drehte. Angelina Jolie hatte den Ruf, glückliche Partnerschaften zu zerstören. Als Brad anfing, mit Angelina zu arbeiten, gab es Stirnrunzeln. Aber Brad hatte ein Saubermann-Image und war noch dazu glücklich verliebt. Jennifer Aniston hat selbst gesagt, dass sie wegen seiner Arbeit mit Angelina keinerlei Befürchtungen hatte. Sie hat Angelina erstmals auf dem Studiogelände verabschiedet.
von Friends getroffen und ihr gesagt, ich hoffe, ihr genießt die Zusammenarbeit. Brad freut sich wirklich darauf. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Jen war weder nervös noch eifersüchtig oder unsicher, als er anfing, mit Angelina zu arbeiten. Aber daraus hat sich dann etwas entwickelt, das ihre Ehe zerstört hat. Gerüchte über eine Beziehung zwischen Brad und Angelina kommen schon während der Dreharbeiten auf. Jennifer versichert Freunden gegenüber, sie habe keine Bedenken. Nach den Dreharbeiten zu Friends sagte Jen verschiedenen Magazinen, dass sie am Set von Mr. und Mrs. Smith etwas Zeit mit Brad verbringen wollte. Das ist offensichtlich nicht geschehen, weil sich Brad und Angelina dort sehr nahe gekommen sind. Angelina sagte, ich würde nie mit einem verheirateten Mann schlafen. Mein Vater hat meine Mutter betrogen, das würde ich keiner Frau antun. Aber laut ihrer eigenen Aussage haben sie sich am Set verliebt und sie konnte es kaum erwarten, zur Arbeit zu gehen. In einem Interview erzählte sie, ich habe unseren Kindern gesagt, hier haben sich Mama und Papa verliebt. Das bezog sich auf das Set zum Film. Damit sagt sie selbst, dass sie sich dort verliebt haben. Es war diese Liebe und diese Beziehung, ob nun sexuell oder nur emotional, die die Ehe zwischen Brad und Jen zerstörte. Anfang 2005 geben Jennifer und Brad das Ende ihrer Ehe bekannt. Es heißt, sie wollen Freunde bleiben. Doch die Spannung zwischen Jennifer und Angelina ist offensichtlich. Für ihre Fans und die Presse besteht kein Zweifel. Angelina Jolie ist der Grund für das Eheaus. Pitt und Jolie heiraten 2014. Nach der Trennung von Brad und Jen entstand ein kultureller Graben zwischen Team Jen und Team Angelina. In L.A. trugen viele entsprechende T-Shirts. Viele waren auf Jens Seite. Diese starken Sympathien sind entstanden, als Brad sie verlassen hat. Jennifer Aniston ist nicht nur eine großartige Schauspielerin mit fantastischem komödiantischem Timing, sie ist auch die betrogene Frau, die wegen einer anderen verlassen wurde. Ich glaube nicht, dass sie das Symbol für Frauensolidarität sein will, aber das ist sie geworden. Trotz ihrer gescheiterten Ehe zieht sich Aniston nicht aus der Öffentlichkeit zurück. Im Psychothriller Entgleist verstrickt sie 2005 als femme fatale einen verheirateten Mann in ein Netz aus Betrug und Erpressung. Im selben Jahr steht sie für die Komödie Wo die Liebe hinfällt vor der Kamera. In Freunde mit Geld vereint sie ihre Ernste mit ihrer komödiantischen Seite. Als alleinstehende Ex-Lehrerin, die als Putzfrau arbeitet und ihr Leben neu ordnen muss. Ich habe das Drehbuch gelesen und konnte mich einfühlen, in welchem Licht Frauen dargestellt werden. Darüber habe ich nie nachgedacht. Es wirkte echt. Es ist gut geschrieben und Ausdruck menschlicher Beziehungen. Es fühlt sich allgemeingültig an. Ich guckte auf mein Leben. Ich dachte an meine Freunde. Man muss nicht so weit gehen. Man liest es und sagt sich, so wahr und so nachvollziehbar. Mit ihrem nächsten Film begibt sich Aniston 2006 wieder auf vertrautes Terrain. In der romantischen Komödie Trennung mit Hindernissen weigert sich ihr Filmpartner Vince Vaughn, aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen. Fine, I'll help you do the dishes. No, that's not what I want. You just said that you want me to help you do the dishes. I want you to want to do the dishes. Why would I want to do dishes? I'm done. What? What happened? We just broke up. You could stay with me. You think I'm gonna move out of the place and let her keep it? I don't know. I'm not Columbo. The only logical thing that I can think of is for her to move out of the condo and then to pay me some sort of a penalty. What? Excuse me? Damals steht Jennifer kurz vor ihrer Scheidung. Ihre persönlichen Erfahrungen beeinflussen auch ihre Rollen. Man hofft immer auf wahre, lebensnahe Drehbücher.
Und manchmal sind sie das nicht wirklich. Aber hier ging es gleichermaßen um Männer und Frauen. Es war lustig, real, mit toller Besetzung. Irgendwie passte alles. Der Film erhält gemischte Kritik, bringt am Startwochenende jedoch rund 39 Millionen ein, ihr damals zweitgrößter Kassenerfolg. Die Tragikomödie und Literaturadaption Marley und ich von 2008, in der Aniston und Owen Wilson Hundebesitzer spielen, stellt mit 14,7 Millionen US-Dollar einen Verkaufsrekord für die Weihnachtstage auf. Das Buch war ein riesiger Bestseller. Das ist eine einfache Geschichte, mit der sich viele identifizieren. Jennifer Aniston wird als Schauspielerin immer gefragter. Jahre nach dem Ende von Friends gelingt es ihr, sich von ihrer Rolle als Rachel Green zu lösen. 2010 spielt sie in dem romantischen Actionfilm Der Kautionskopf die Ex eines Kopfgeldjägers, verkörpert von Gerard Butler. Hi Milo. Fancy meeting you here. Yeah. Fancy. I don't know what you're up to, but I'm working. Oh, working? Me too. I heard you got kicked off the force. What I do is I hunt down idiots who jump bail. You are a bounty hunter? Yep. As much as it pains me to say this, I gotta take you to jail. Wir hatten so viel Spaß. Er ist so unkompliziert. Wir haben uns sofort wohl gefühlt. Er hat absolut nichts Anmaßendes. Es gibt keine Fassaden, die man durchdringen muss, um zu ihm selbst zu gelangen. Er ist einfach er, voller Freude an der Sache. Und er will das Beste geben. Wir haben dieselbe Arbeitsauffassung und probieren verschiedene Dinge aus. Der Film erntet schlechte Kritik, spielt weltweit jedoch mehr als 136 Millionen US-Dollar ein. Wir hatten einfach Glück. Tolle Leute, ein fantastischer Regisseur, die Crew, New York. Da kann man nichts falsch machen. Der heikelste Dreh? Die Autojagd und die Schießerei. Das war nicht schwer, aber ein bisschen beängstigend. Ihr nächster Film ist die romantische Komödie Umständlich verliebt. Hier spielt sie eine alleinstehende Frau, die über eine Samenbank schwanger werden will. Ich habe noch nie so viel gelacht. Unfassbar. Genau das macht es so lustig. Man fragt sich, wie sowas überhaupt passieren kann. Es fiel uns wirklich schwer zu verstehen, wie sowas überhaupt passieren kann. Verrückt. Der Film erhält gemischte Kritik und auch beim Publikum ist er ein Flop. 2011 spielt Aniston zum ersten Mal an der Seite von Star-Comedian Adam Sandler. In der romantischen Komödie Meine erfundene Frau gibt sie sich als Gattin eines Schönheitschirurgen aus. Im Kassenerfolg Kill the Boss spielt sie an der Seite von Jason Bateman, Jason Sudeikis und Charlie Day. Beide Produktionen spielen weltweit jeweils mehr als 200 Millionen US-Dollar ein und gehören mit zu ihren erfolgreichsten Filmen. Das macht Spaß. Es kommt nicht oft vor, dass man völlig verrückt und gleichzeitig so fies sein kann, wie man will. Mit der Rolle in Kill the Boss als Chefin, die ihren Mitarbeiter erpresst, erweitert sich Anistons Repertoire. 2012 spielt sie in der Satire Wanderlust mit Paul Rudd, der schon in Liebe in jeder Beziehung und Friends mit ihr vor der Kamera stand. Am Set von Wanderlust kommen sich Jennifer Aniston und Filmpartner Justin Theroux näher. Nach den Dreharbeiten werden sie von Paparazzi häufig zusammen gesehen. 2011 machen sie ihre Beziehung öffentlich. Jennifer und Justin kannten sich schon.
als sie sich am Set von Tropic Thunder trafen, wozu Justin das Drehbuch geschrieben hat. In Hollywood kennen sich die meisten. Sie hatten auch gemeinsame Freunde, wie Robert Downey Jr. Sie kamen zusammen, als sie gemeinsam einen Film drehten. Die Chemie stimmte und sie schienen zueinander zu passen. Sie hatte einen reifen, erfolgreichen Mann gefunden. Sie hat einen mature, adult, successful guy. Anistons Liebesbeziehungen füllen die Klatschspalten. Nach ihrer Scheidung und mehreren gescheiterten Beziehungen verfolgt die Öffentlichkeit das neue Paar aufmerksam. Im August 2012 geben Jennifer und Justin ihre Verlobung bekannt. Und auch beruflich läuft es gut. In Wir sind die Millers spielt sie eine Stripperin, die sich als Frau eines Drogendealers ausgibt, um ihm beim Drogenschmuggel zu helfen. Oh, come on. Relax, Dorothy. Jesus. We're not at the border yet. Who cares what those people think? Seriously. It's about not drawing attention to ourselves, you little hobo. Hey, don't talk to her like that. Rose, relax, okay? The only thing you need to worry about right now is making people believe you could actually be someone's mother, okay? Are you kidding me? Honestly, after... Nach Kill the Boss hatte ich das Gefühl, dass ich mir die Türen geöffnet habe. Ich war froh, wieder Spaß zu haben und was in dieser Richtung zu machen. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Sie achten ja sehr auf Fitness, Training und so weiter. Aber wie haben Sie sich auf die Rolle als Tänzerin vorbereitet? Ich hatte einen tollen Choreografen. Der hat täglich mit mir gearbeitet und mir die richtigen Bewegungen beigebracht. Außerdem musste ich mich von einer Knieoperation einen Monat zuvor erholen. Es war schwierig, aber wir haben es geschafft. Der Film kommt 2013 in die Kinos. Trotz gemischter Kritik spielt er weltweit rund 270 Millionen Dollar ein und ist ein finanzieller Erfolg. 2014 schlüpft Jennifer Aniston erneut in die Rolle der Dr. Julia Harris in Kill the Boss 2. An Dr. Julia gefällt mir, dass solche Rollen in der Regel männliche Charaktere sind. Eine Zahnärztin. Ja, man trifft nicht viele Zahnärztinnen, oder? Nein, nicht viele. Eine von Sex besessene Frau. Das ist eigentlich amüsant. Es gibt an ihr nichts Falsches oder Anormales. Sie beschreibt Sex und geht ihn so an, wie ein Koch ein wunderbares Gericht, das er zubereiten will. Für sie ist Sex was Alltägliches, so wie Sport. Das finde ich fantastisch. Kill the Boss 2 kommt wie sein Vorgänger gut beim Publikum an. 2014 wagt sich Aniston wieder an eine ernste Rolle. In Cake zeichnet sie das Porträt einer Frau, die unter chronischen Schmerzen leidet. Viele Filmkritiker loben Anistons Leistung und halten sie gar für Oscar-reif. Wir haben uns intensiv vorbereitet. Etwa 2 Monate lang habe ich mit so vielen Leuten wie möglich über die Rolle gesprochen. Ich wollte auch das körperliche Gefühl verstehen, um sie glaubwürdig darstellen zu können. Das Toronto International Film Festival lobt Aniston für ihre Darstellung. Sie wird für mehrere Auszeichnungen nominiert. Damit beweist sie, dass sie auch in ernsten Rollen überzeugen kann. Im August 2015 heiratet sie Justin Theroux bei einer privaten Zeremonie im Garten ihres Anwesens in Bel Air. Eingeladen sind Prominente, darunter ihre Kolleginnen und Kollegen aus Friends. Laut US Magazine unterzeichnet das Paar einen wasserdichten Ehevertrag, bevor es in die Flitterwochen fliegt. Zwischen 2015 und 2017 dreht Jennifer Aniston eine Reihe von Filmen, die weder Kritiker noch das Publikum mitreißen. Auch privat hat Aniston kein Glück. Ihre Ehe mit Justin Theroux zerbricht, nach nur 2 Jahren. Jennifer's divorce from Justin was
Jennifers Scheidung von Justin hat alle in der Unterhaltungsbranche überrascht. Ein Zeitungsjournalist hatte gerade ein Interview mit Jen im gemeinsamen Haus der beiden gemacht. Sie hätte so über Justin geredet, als seien sie verliebt und alles sei toll. Es gab keine Anzeichen, dass es ihr anders ging. Justin bewohnte anscheinend einen Teil des Hauses mit eigenem Badezimmer und Schlafzimmer. Zu diesem Zeitpunkt führten sie wohl keine normale Beziehung mehr. Aber genau wissen wir das nicht. Beide geben bekannt, sie wollen die Ereignisse privat halten. Die Gerüchteküche brodelt. Das Paar fühlt sich zu einer weiteren Erklärung gezwungen. Sie seien sehr verliebt gewesen, doch es hätten zu große Unterschiede letztlich zur Scheidung geführt. Jen war es gewohnt, die ganze Zeit von den Medien verfolgt zu werden. Justin Theroux jedoch nicht. Er blieb lieber im Hintergrund und zog die Anonymität vor, die ihm New York bot. Das hat er am Anfang wohl zurückgestellt und sich an den Lebensstil von Jennifer angepasst. Er hat das akzeptiert, weil er sie liebte und an ihre Beziehung glauben wollte. Aber dann wurde er ständig verfolgt und konnte kein eigenes Leben führen. Das hat die Ehe wohl am meisten belastet. Jeder will wissen, was falsch lief. Viele meinen, Justin sei dieser Hipster aus New York, der nur in Greenwich Village leben will. Jen dagegen sei das sonnengebräunte kalifornische Mädchen aus L.A., das für Justin einfach nicht cool und städtisch genug ist. Aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Jennifer stammt aus New York und tritt sicher genug als Stadtmädchen auf, um Justin zu gefallen. Vielleicht wollte dieser Mann einfach lieber Single sein. Aniston sucht neue Herausforderungen, unter anderem als Produzentin. Im Dezember 2018 steht sie für die Netflix-Produktion Dumplin' vor und hinter der Kamera. Most people call me Will, except for my mom, who calls me Dumplin'. I can't be late. This cannot exactly drive itself. Being a bit of a celebrity around here meant that she was too busy for me. You've got a hole in your left, by the way. What? Oh, she didn't listen to me. Anistons erstes Projekt für die Streaming-Plattform. Weitere Aufträge folgen im selben Jahr. In Murder Mystery, einer Komödie über Mordfälle auf einer Luxusjacht, spielt sie wieder an der Seite von Adam Sandler. Did you ever fool around on a boat? I just lay here and the boat does all the work. There's been a murder! Should we pull it up? No, it's a foot long knife. Will you listen to my husband? He's a detective. I'll put it back. Don't put it back. Jen is like. Bei Jen vergisst man manchmal, was für ein riesiges Comedy-Talent sie hat. Es ist beeindruckend. Sie hat einen messerscharfen Verstand. Ihr Timing ist perfekt. Zum Beispiel, wenn Adam etwas sagt. Ich rege in all meinen Filmen zur Improvisation an. Adam improvisiert etwas und geht ein bisschen zu weit, aber sie gleicht das aus und fängt ihn wieder ein. Ihr zweites Projekt auf Netflix wird 2019 zum meistgesehenen Film des Streaming-Dienstes. Wieder mal eine gute alte Mordgeschichte. Die habe ich als Kind geliebt. So richtig altmodisch. Am 1. November 2019 kehrt Jennifer ins Fernsehen zurück. Neben Reese Witherspoon tritt sie in der TV-Serie The Morning Show auf, die sie auch produziert. Ihre erste Hauptrolle im Fernsehen seit dem Ende von Friends 2004. Die Serie greift aktuelle Themen wie sexuelle Belästigung und Generationenkonflikt auf. Jennifer spielt eine Nachrichtensprecherin. Eines Morgens erfährt sie, dass ihr Co-Moderator nach Vorwürfen sexuellen Missbrauchs abgesetzt wird. Sie verkündet seine Entlassung während der Sendung. Doch auch ihr droht das aus, denn eine junge Kollegin will ihr den Rang ablaufen. My life just ended for no good reason.
We're in the middle of an epic rebirth. Her sell by date expired years ago. I want you to start grooming some new people. Yeah. Well, there are, you know, a lot of. Es gab viele Geschichten über sexuelle Belästigung in den Medien. Wir wollten darauf eingehen, ob Unternehmen wissen, was passiert und ob sie es vertuschen oder nicht. Jetzt gehört es zu unserer Kultur. Man spricht über die Wahrheit. Seitdem hat sich viel zum Besseren verändert. Und es wird weitergehen. Unsere Autorin Carrie Aaron hat uns ein brillantes Drehbuch mit komplizierten Charakteren geschrieben. Auch diese neue Normalität spielt hinein. Es ist nicht mehr alles nur schwarz und weiß. Sie bezieht auch die Grauzonen mit ein. In der Serie Morning Show geht es auch um Geschlechterrollen und Machtspiele. Bis hin zum Missbrauch. Die kulturelle Abrechnung über sexuelle Belästigung und unsichere Arbeitsumgebungen gehen wir direkt an. Ja, direkt und kompromisslos. Und auch vom Ton her war uns wichtig, keine bestimmte Sichtweise zu vertreten und keine Predigt zu halten. Wir versuchen selbst, die neuen Spielregeln zu begreifen und zu verstehen, wie man sich in dieser neuen Normalität verhält. Was ist okay? Was ist erlaubt? Was ist politisch korrekt? Die Charaktere wissen es auch nicht. Nein, sie sind so verwirrt wie alle anderen. Wir finden es zusammen heraus. Jennifer gewinnt den Screen Actors Guild Award als beste Darstellerin in einer Dramaserie. Es folgen 2 Globe Awards als Serienhauptdarstellerin und als Produzentin in der Kategorie Beste Dramaserie. Am 15. Oktober 2019 tritt sie Instagram bei. Durch den Ansturm der Fans bricht der Server kurzzeitig zusammen. Ihr erstes Bild auf Instagram gehört zu den am meisten gelikten Bildern aller Zeiten. Die Leute sind immer noch verrückt nach ihr und hoffen auf eine Neuauflage von Friends. Nach 5 Stunden und 16 Minuten hat sie 1 Million Follower. Weltrekord. Bei den Screen Actors Guild Awards 2020 hält eine Fotografin den Augenblick fest, der viele User in den sozialen Medien spekulieren lässt. Jennifer Aniston und Brad Pitt in einem scheinbar innigen Moment. Jeder kennt das Bild, auf dem Jen in ihrem hautengen weißen Kleid und Brad hinter der Bühne kurz Händchen halten, nachdem sie den SAG Award gewonnen hatte. Ich liebe das Bild, wie wohl viele, die die Trennung miterlebt haben. Jetzt sind beide Single. Sie ist frisch von Justin geschieden und er macht mit der Trennung von Angelina die Hölle durch. Das ist meiner Meinung nach Karma. Brad wird für Once Upon a Time in Hollywood als bester Nebendarsteller geehrt und Jennifer zur besten Darstellerin für The Morning Show gekürt. Der spannendste Moment der Preisverleihung findet aber hinter der Bühne statt. Brad war nach seiner eigenen Auszeichnung hinter der Bühne, als Jennifer ihren Preis bekam. Da hat er alles stehen und liegen gelassen, ist zu einem Bildschirm gegangen und sagte, oh, wow. Als Jennifer vorbeiging, ohne ihn zu bemerken, rief er sie. Eine Fotografin hat diesen Moment festgehalten. Sie wirkten ziemlich vertraut. Er sieht sie liebevoll an. Auf Twitter schrieb jemand, es sei klar, dass er sie immer noch liebt. Und Courtney Cox hat den Kommentar geliked. Da denkt man, oh, sie glaubt auch, dass er sie noch liebt. Vielleicht wünschen sich ihre Freunde diese Beziehung auch. Als sich Jennifer umdreht, um wegzugehen, greift Brad nach ihrem Handgelenk, als wollte er sie festhalten. Das Foto geht in den sozialen Netzwerken viral und veranlasst Fans zu Spekulationen. Im Februar 2020 verkünden die Friends-Macher, dass es ein offizielles Wiedersehen der Darstellerinnen und Darsteller geben wird. Der Zeitpunkt unbestimmt. Die Produktion wird wegen der Corona-Pandemie verschoben. Im Februar 2020 gab HBO Max,
der neue Streaming-Dienst des Senders bekannt, dass er das Treffen der Darsteller von Friends bringen wird. Seit Jahren wird spekuliert, ob es einen Film geben wird, ein Wiedersehen oder gar eine neue Serie. Die ganze Zeit passierte nichts. Die Gerüchte liefen ins Leere. Nach der Ankündigung von HBO spielten die Leute verrückt. Alle Darsteller von Friends haben sie in den sozialen Medien gepostet. Sie erhalten mindestens 2,5 Millionen US-Dollar Gage und sind auch Produzenten. Mit Wiederholungen der Serie wollen sich die Fans nicht mehr zufrieden geben. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Glauben Sie das? Wollen die Leute einen Friends-Film sehen? Ja. Dann fangen wir besser an, bevor die Friends zu alt sind. Die Stars werden nicht noch einmal in ihre legendären Rollen schlüpfen. Aber sie kommen noch einmal zusammen, um sich an die Zeit am Set und die besonderen Momente während der Dreharbeiten zu erinnern. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert gehört Jennifer Aniston zu Hollywoods Starriege. Aber beruflich und privat hat sie nicht nur Erfolge erlebt. Viele Fans identifizieren sich mit ihr. Jennifer Aniston ist viel tiefgründiger, als viele glauben. Sie ist zugänglich, lustig und sieht aus wie das attraktive Mädchen von nebenan. Viele meinen, sie zu kennen. Aber die echte Jen ist wohl nuancierter, komplexer und intelligenter, als wir glauben. Ihr authentisches Image kommt bei den Fans gut an. Sie wirkt wie ein Mädchen, wie jemand, den man selbst kennen könnte, wie eine coole oder ältere Babysitterin. Aber sie hat auch Glamour und Stil. Das fing mit der Rachel-Frisur an. All diese Facetten ziehen sich durch ihren Charakter, ihre Beziehung und Ehe mit Brad Pitt und ihr märchenhaftes Leben. Alles gemeinsam hat dazu beigetragen, dass sie von allen Darstellern der Friends-Serie die erfolgreichste ist. Ich mag Jennifer Aniston, denn ich glaube, die Wärme und das Mitgefühl, das man auf dem Bildschirm sieht, sind echt. Sie ist wirklich eine gute Freundin. Viele empfinden echte Zuneigung für sie und das in einer Branche, in der so viel vorgetäuscht wird. Sie ist glaubhaft. Trotz ihres Erfolgs wirkt Jennifer Aniston ausgeglichen und bodenständig. So ist es ihr gelungen, in dieser harten Branche zu überleben. Ich wollte einfach ausbrechen und was anderes machen. Und das war toll. Aber es gibt noch mehr, wozu ich in der Lage bin. Es hat sich einfach ergeben. Keine Ahnung, warum ich noch hier bin. Ich fühle mich gut und ich liebe meine Arbeit.